Ich grüße euch, legen wir wieder los. Ich habe hier ein paar Sachen hier zusammengesucht und wieder ein paar Gedanken. Machen wir ein kleines Update zu diesem Sturmtief Daniel, das mir persönlich als Sturmtief, das klingt so harmlos. Es ist meines Erachtens mehr als irgendein außertropisches Sturmtief im Mittelmeer. Erkläre ich euch gleich. Zuerst möchte ich mich mal bei euch bedanken, dass ihr da immer wieder dabei seid und mich respektiert und akzeptiert, obwohl ich kein Meteorologe bin und kein Klimaforscher und kein studierter Mensch. Das finde ich nett, Dankeschön. Und ich versuche es einfach so zu machen, dass man es gut verstehen kann und meine Gedanken dazu zu bringen. Wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch schon ganz schön lang mit diesem Thema. So, dann schauen wir jetzt einmal nach Griechenland zu diesem Sturm, ich hätte jetzt fast gesagt Tropensturm. Die Sache ist ja die, gehen wir mal auf Satellitenbild, er ist jetzt kein Medikent, das ist mir klar, weil jemand einmal geschrieben hat, erstens einmal, Medikents sind gar nicht so selten. Es gibt Medikents, aber die Qualität wird eine andere sein in Zukunft und das merkt man eben an diesen Regenfällen, wenn man jetzt zum Beispiel hört, von Rekordniederschlägen, von biblischem Ausmaß. Naja, das ist so biblisch, ist es deshalb, weil es einfach eine andere Qualität hat. Ja? Wir haben jetzt eben Temperaturen von 27, 28 Grad und das ist natürlich ein ganz anderer Treibstoff. Übrigens nicht uninteressant, weil ich hier den Luftdruck habe. Das ist, und darum ist das Teil auch gar nicht so organisiert, 1003 Hektopascal Luftdruck, das ist nicht wirklich ein tiefer Luftdruck. Und trotzdem hat es so viele Auswirkungen durch diese Feuchtigkeit, durch diese hohen Temperaturen. Ja. Auch wenn man jetzt die Windgeschwindigkeiten schaut, ja, also die Windgeschwindigkeiten haben wir da jetzt nahe dem Zentrum bei 50 km/h. Da ist eigentlich windmäßig, da haben wir mal 65 km/h, das ist eigentlich nichts. Ja. Da in den Niederschlägen haben wir so 40 km/h, alles keine großen Windgeschwindigkeiten. Aber man sieht ja, das Ganze ist nicht organisiert und trotzdem ist dieses, unter Anführungszeichen, Sturmtief Daniel für mich mehr. Weil wenn die Wassertemperaturen 27, 28 Grad haben, dann ist das für mich kein außertropisches System, sondern das Mittelmeer wandelt sich langsam zu einem tropischen Gewässer mit diesen Temperaturen. Und dann kann man ohne weiteres auch Tropensturm dazu sagen. Auch wenn wir nicht in den Tropen liegen, aber es ist so ein System. Und das bringt eben sehr viel Niederschläge. Und auch, so wie schon angesagt letztes Mal, auch Tornados, da habe ich euch was mitgebracht, ganz kurz vom The Guardian. Da haben sie diesen Tornado in Evia, das ist irgendeine Insel dort an der Küste, gefilmt. Gibt auch noch andere Einstellungen dazu, lassen wir das einmal kurz laufen, diesen vom The Guardian, dieses kurze Video mit dem Tornado, den es da kurz, das sind eben ganz kurze Spins. Und da haben wir dann, es ist auch da von der Türkei und Bulgarien drinnen, ein paar Bilder, wie es da jetzt ausschaut. Es ist katastrophal. Da schwimmen Autos raus ins Meer, werden die mitgezogen. Also es ist alles ziemlich extrem. Ja. Es kommt dann auch von der Türkei noch was. Also es ist ein großes Gebiet. Wie gesagt, so ein System kann, dass wir jetzt Türkei 1000 Kilometer im Durchmesser haben. Da sind natürlich die ganzen Regenbänder, alles muss man damit einberechnen. Also überall da, Türkei, Istanbul sogar, ist gestern auch betroffen worden, was da für Regenfluten runterkommen. Das kann die Kanalisation nicht fassen. In verbauten Gebieten ist überhaupt die Versiegelung groß. Da steht das Wasser, da kommt es über die Kanäle. Da haben wir Bilder von Bulgarien. Ja. Überall dieselben Szenarien mit diesen Überflutungen, wo die Autos schwimmen. Also das ist schon ein Megasystem. Ja. Und die Sache ist eben die, hohe Temperaturen im Atlantik oder in dem Fall im Mittelmeer bedeuten mehr Energie für das System.
Wie gesagt, das war vom Guardian, das war das Einzige, wo ich diesen Tornado, wenn wir den noch einmal kurz, gehen wir noch einmal kurz zurück, wenn wir uns den noch einmal kurz anschauen, diesen kleinen Twister, der da vor der Küste eben bei Evia gewütet hat, Gott sei Dank so keine Schäden, aber das ist halt, diese kleinen Tornados können halt jederzeit passieren, auch im Inland, ja, das ist nun mal so. Und die Medien wehren sich ein bisschen dagegen, da von einem tropischen System zu sprechen, ja, weil wir das nicht gewöhnt sind, aber wir müssen uns, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn wir uns auch dazu bekennen, dass sich das alles ändert, ja. Es ändert sich die Atmosphäre, sie wird wärmer, sie kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und wenn dann ein Meer 27, 28 Grad hat, ja, dann sind das tropische Temperaturen, also ist das ein tropisches System in Wirklichkeit. Auch wenn es jetzt, man kann es zwar in der Rotation, wenn man sich das anschaut, kann man das zwar schon erkennen, dass da eine Rotation drinnen ist. Und teilweise in kleinen Bereichen merkt man sogar, dass sich so kleine Wollclouds um ein Zentrum bilden, die zerfallen wieder. Wie gesagt, der Luftdruck ist zu hoch, es ist sehr ausgedehnt, das System. Der Wind ist nicht das Problem, aber eben diese Schauerbänder. Und da kommen wir zu den Niederschlagsmengen, die sind gar nicht leicht rauszukriegen. Ja. Und ich habe jetzt, der Martin Bloch hat mir da ein bisschen Unterstützung gegeben, weil der ist sehr viel auf den Social Medias unterwegs, im Erzgebirge sitzt er, und der hat mir ein paar Sachen geschickt, weil ich heute schon gesucht habe und ihm gesagt habe, ich finde da nichts, wo ich sagen kann, was ist jetzt als Gesamtniederschlagsmenge, nichts, keine Grafiken. Ja, und dann sind wir zum griechischen Wetterdienst gekommen und dort habe ich dann eine Grafik gefunden und wir haben uns ein paar Texte auch übersetzt vom Griechischen aufs Deutsche. Und da gehen wir jetzt kurz rüber zu dieser Grafik. Da sehen wir, also das ist die höchste Niederschlagsmenge, die bisher gefallen ist. Das ist Zagora in Griechenland. Da hat es 754 Liter gegeben. Man tut sich sehr schwer, wenn man das ja alles nicht lesen kann. Aber es sind erstaunliche Dinge zum Beispiel auch aufgetreten. Ich habe da geschaut, ich lasse euch die Grafik da mal kurz drauf, dann könnt ihr mitschauen. Ich gehe gerade kurz auf mein WhatsApp, was wir da übersetzt haben. In Zagora, dort wo jetzt bis jetzt die höchste Niederschlagsmenge gemessen worden ist, dort ist von gestern 0 Uhr bis Mittag oder Nachmittag 15 Uhr, also das sind 15 Stunden, 645 Liter am Quadratmeter gefallen. Also in 15 Stunden 645 Liter. Das sind schon gewaltige Hausnummern. Ja. Ich habe da einiges, haben wir da übersetzt, aber das war eigentlich das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist. Diese Niederschlagssumme, diese Regenmenge, in 15 Stunden 645 Liter. Das muss man sich mal vorstellen. In Berlin ist das, glaube ich, nicht einmal der Jahresniederschlag, der da fällt. Ja, ja, und so haben wir halt ein paar diese Karten hier uns rausgesucht. Warte, ich habe da nämlich noch eine zweite Karte vom griechischen Wetterdienst. Da sind die Wetterstationen drauf. Da sieht man die aktuellen Tagesniederschlagsraten. Also das sind jetzt die Raten von Mitternacht, ja. Und da sehen wir, da haben wir teilweise, also das geht da nicht, 182 Liter habe ich da, 170 Liter. Und da merkt man, wenn ich dann hier auf diese Grafik gehe, das ist wieder, das heißt EcoVidNet, da sind auch Wetterstationen, da sieht man das ein bisschen besser vielleicht. Da könnt ihr sehen, die werden aktuell, das sind jetzt die aktuellen Messwerte seit Mitternacht auch. Da sieht man Niederschläge 400 Liter, 300 Liter, da auch 200 Liter und nicht allzu weit entfernt nur 1,5 Liter. Also die gehen, werden aktuell, ständig aktualisiert und da seht ihr, dass hier ein Zentrum ist mit da 400 oder 300 Liter. Das ist schon massiv seit Mitternacht. Das heißt, das sind jetzt, bei mir, wenn ich jetzt das aufzeichne, ist 11 Uhr. Also das sind jetzt gerade mal 11 Stunden, 400 Liter, 300 Liter, 200 Liter. Ja, das sind schon gewaltige Regensummen. Und warum sind sie gewaltig?
weil das eben ein Art tropisches System ist. Und Medikan nimmt keiner in den Mund. Er ist jetzt auch nicht so stark. Das ist eben mit den Fragezeichen, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Es braucht viele Kriterien. Er kann sich aber jeder, das sind so Zyklen, das kann sich bilden, wieder abschwächen. Aber wir würden uns gut tun, wenn wir über Klimakrise und über die Veränderungen, sie einmal zu akzeptieren. Und ich merke immer wieder, wir reden, zum Beispiel Reporter, die stehen dann dort vor Ort. Und das ist das, die sind gestern noch beim Krieg gewesen in Kiew oder irgendwo gestanden und sind dann bei einer Demonstration in Hamburg oder sonst irgendwo. Und dann ist halt Wetter-Event und dann stehen sie dort. Und dann sagen die, ja, ein Tief steht und erklären das nicht richtig. Ja. Das Tief ist am Mittelmeer und das sind die Regen- und Schauerbänder, die immer wieder über die gleiche Region. Und die Leute glauben dann, da steht, ist halt ein Tief da direkt über Griechenland. Naja, das Tief ist eigentlich hier, ja, das ist im Mittelmeer. Und streamt praktisch durch die Rotation immer an der gleichen Stelle. Und warum ist es auch an der gleichen Stelle? Weil hier wunderbare Bedingungen sind. Ich weiß nicht, habt ihr auch, gehen wir mal aufs Radar, schauen wir mal aufs Radar von Wetter Online, da sehen wir die Niederschläge und die Gewitter auch. Es ist wie gesagt nicht organisiert, ja. Dann würde der Luftdruck stark fallen, wenn es sich zusammenzieht, dann wäre der Radius kleiner. Dann würde es sich schneller drehen wie eine Eiskunstläuferin, die die Hände anlegt und immer schneller wird, wenn sie eine Pirouette dreht. Also wenn sie sich schnell eindreht und dann wird das automatisch immer enger. Aber das ist ein sehr weites System. Ihr seht ja, wie weit das da runter geht. Und hier in diesem eben, da haben wir eben Larissa gehabt, und dieses Gebiet ist halt da am stärksten betroffen. Immer wieder habe ich auch irgendwo jetzt gelesen, in wenigen Stunden, warte, ich muss schauen, vielleicht finde ich das bei WhatsApp noch mal, für das, was wir da alles übersetzt haben, mit den Blitzen habe ich da irgendwas gehabt, mit 7000 Blitzen in wenigen Stunden. Also eine unglaublich, ich finde es leider jetzt nicht genau. Das ist so viel Text, was ich da übersetzt habe, über Google-Übersetzer. Irgendwo war das mit den Blitzen und natürlich findet man es dann wieder nicht, wenn man dann danach sucht auf schnell, weil man dann das überfliegt und dann kommt man nicht auf den Punkt. Es war irgendwie 7000, habe ich mal gemerkt, aber ich weiß jetzt nicht genau in welchem Zeitraum, aber es war in relativ kurzer Zeit 7000 Blitze. Ja, da habe ich was mit Blitzeinschlägen. So wie die Blitze in den letzten 30 Minuten, ja, das ist wieder was anderes. Wurscht. Also in kurzer Zeit auch 7000 Blitze. Das ist halt immer dieses konvektive System, wo sich das hebt und immer wieder über die gleichen Stellen sich hebt, abregnet und eben auch durch die schnelle Hebung, und ihr werdet ja auch die Videos von den Medien, von den anderen Medien gesehen haben, entlädt sich das dann immer wieder und kommt immer wieder zu Blitzentladungen. Meistens sieht man es nur zucken, es schüttet. Es ist eher wie ein grauer Herbsttag, aber es sind unglaubliche Regenmassen, die da runterkommen. Ja, man kann eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Hier kann man teilweise erahnen, wo sich vielleicht also eine Wolkencloud bilden könnte. Aber das ist natürlich auch nicht klar, ob es auch die Möglichkeit ist. Momentan schaut es nicht so aus, dass es zum Medicane wird. Das ganze System wird leicht nach Süden bis Donnerstag rutschen. Was natürlich dazu führt, dass der Einfluss hier etwas nachlässt, die Interaktion mit den Bergen im Landesinneren. Also ich schätze, oder die Modelle, muss man sagen, schätzen, bis Donnerstagmittag, also das sind jetzt rund noch 24 Stunden, wird diese Situation hier anhalten, mehr oder weniger. Dann wird es besser werden, also dann wird es zurückgehen. Und das wird auch relativ schnell dann abklingen, diese Niederschläge, weil es nur kleine Parameter braucht, dass diese Aufgleitprozesse nicht mehr so stattfinden und dann wird der Niederschlag auch gleich weniger. Aber wir sehen ja, jetzt haben wir so um die 7,54 in, wie war das jetzt, wie hat dieses Gebiet geheißen? Zagora. Dort haben wir jetzt diese 745 bis jetzt gefallenen Niederschläge, 745 Liter in diesem Event.
Aber da kommt jetzt noch massiv was dazu. Und das sieht man ja an diesen aktuellen Wetterstationen, dass hier seit Mitternacht zum Beispiel 405 Liter gefallen sind in dem Gebiet, an der Wetterstation da in Failo oder wie man das ausdrückt. Ist immer sehr schwierig, diese griechischen Namen auszusprechen. Gleichzeitig muss man sagen, es teilt sich dann auch auf, weil da, wo es jetzt die 400 Liter hat, da hat es gestern vielleicht weniger geregnet. Also darum wirken dann manche Summen gar nicht so gewaltig. Aber wenn es dann blöd hergeht und dann das über mehrere Tage oder mehrere lange, einen ganzen Tag oder 1,5 Tage dort runter regnet, dann kann es dort auch schnell weit über 1000 Liter geben. Drum, wie gesagt, die Modelle. Die 2000 Liter wird es vielleicht punktuell, kann es die auch geben. Ja? Es ist irgendwo, habe ich das jetzt, habe ich auch heute übersetzt, dass es in sehr kurzer Zeit, also das haben wir eh schon gesagt, diese 645 Liter da in 15 Stunden, ja, das war das. Also das punktuell kann da natürlich extrem viel zusammenkommen. Wenn es dann noch Gewitter durchsetzt ist, da ist dann natürlich alles möglich. Ja. Wie gesagt, es ist, was mir eben auffällt, dass man es nicht so richtig wahrhaben will, dass das eher ein tropisches System ist als ein normales Sturmtief Daniel. Ja, es ist für mich ein Tropensturm. Auch wenn es kein Medicane derzeit ist und auch kein Hurricane ist, aber mit diesen tropischen Temperaturen ist es ein tropisches System. Auch wenn wir nicht in den Tropen sind, aber um es einfach zu verstehen. Und dann versteht man auch die Wassermassen, ja, weil diese Temperatur mit der Feuchtigkeit natürlich das mit sich bringt. Ich erinnere mich, ich habe es eh letztens schon erwähnt, an den Hurricane Harvey 2018, 17, 18, an der texanischen Küste. Und der ist dann auch praktisch teilweise an Land gewesen, da an der ganzen Küste Texas. Und teilweise im Meer, wo er die Feuchtigkeit sich geholt hat und dann an Land abgeliefert hat. Dort sind da aber keine Berge. Und da waren es 1300 Liter in 3 Tagen oder so. Und darum ist das nichts, wenn man das weiß und sich damit beschäftigt, mit so tropischen Systemen ist das nichts Außergewöhnliches, weil man vom biblisch, man, das biblisch ist so irgendwie so ein bisschen der Mythe, so Gurtigkeit von Gott gemacht oder irgendwie so eine Naturkatastrophe, die abseits von jeglicher Realität ist. Ein tropisches System kann diese Regenmengen mitbringen. Und das dann mit biblisch zu vergleichen, ja, man kann dann sich was vorstellen drunter, man denkt dann an die Arche Noah und an Noah, aber mir fällt dann so eine Geschichte ein, die wollte ich euch unbedingt noch erzählen, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen länger wird, aber ich habe das so schlimm gefunden, ich habe letztes Mal da mit Einheimischen gesprochen und das Ganze ist ein Brauch in Südbayern. Und dann in Österreich, in den Alpen, so wie hier. Und da erzählt mir eine Frau, ja, wenn ein Unwetter kommt, ein Gewitter oder ein stärkeres Unwetter oder aufzieht, dann läuten die die Kirchenglocken und damit vertreiben sie das Unwetter. Und ich habe zuerst gedacht, das ist ein Scherz. Aber die glauben wirklich daran. Und vielleicht verurteilen mich jetzt auch viele, weil das eine religiöse Geschichte ist, beziehungsweise Aberglaube. Und dann hat mir die sogar erzählt, da gab es einen speziellen Messner bei irgendeiner Kirche, der hat das besonders gut gemacht. Ja, das ist, da bleibt dir ja kurz die Luft weg, weil ich mir denke, weißt du, wenn ich das als Witz bringe, okay, mag sein. Aber das meinen die ernst. Und du bist dann der Böse, wenn du sagst, und das musste ich ja sagen, habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist Schwachsinn. Das gibt es nicht. Kein Mensch kann mit Glocken läuten, mit dem Schall oder mit dem Ton die Wolken vertreiben. Und man läuft auch Gefahr, dass man sich auf sowas verlässt, womöglich. Und dann die Warnung. Ich habe nämlich ursprünglich, sie erzählt mir das mit den Glocken, wenn Gewitter kommen, schwere, dann läutet man die Kirchenglocken. Und ich habe ihr dann gesagt, naja gut, das ist halt zur Sirene vielleicht, wenn einmal ein Zivilschutzalarm ist, dass man das halt, dass die Leute das hören, obwohl ich weiß nicht, ob sie die Glocken dann verstehen würden. Und habe es eher als Warnung empfunden, dass wenn die Glocken, wirst du aufmerksam und schaust, was passiert.
Nein, es ist eben, sie wollen es oder sie vertreiben es. Es hat Ähnlichkeiten zum Hagelflieger, ja. Nur der war ja in viel größeren Mengen und hat jetzt nichts mit Religiosität zu tun. Auch der Hagelflieger, auch wenn mich dafür auch sicher genug kritisieren werden, aber schaut wissenschaftlich. Es gab in den 60er Jahren oder schon Ende der 50er in Amerika, in der USA, das Projekt Storm Fury. Da hat man versucht, mit Silberjodid, was ja dasselbe ist, was man bei den Hagelfliegern verwendet, in die Wolken das zu impfen, damit sie abregnen oder dass ein Hurricane, vor allem hat man in der USA getestet, schwächer wird. Man hat das nach wenigen Wochen aufgegeben, weil man gesehen hat, logisch gesehen hat, dass das null Sinn hat. Diese Systeme sind dermaßen gewaltig, dass das so ein kleines Flugzeug, das da reinfliegt, nichts bewirken kann. Was aber hingegen sehr sinnvoll ist, und das sollte man sich im Mittelmeer auch mal überlegen, weil wir werden dort Medicaids kriegen, auch wenn es diesmal vielleicht nicht reicht zum Medicaid und es nur ein Tropensturm bleibt. Aber was die USA macht, sie fliegen mit Militärflugzeugen, die speziell dafür gebaut sind, mit Sonden, mit allen Messgeräten. Jeder von euch, ihr kennt das eh, die euch damit beschäftigt und da auch die Leidenschaft zu dem habt. Aber für alle, die mal zuschauen, die es nicht wissen, die fliegen mit so Militärmaschinen von NOAA, so fliegen die in die Hurricanes und durchkreuzen die in allen möglichen Höhen, werfen Sonden ab, da wird Luftdruck und alles gemessen, weil anhand dessen kannst du sehen, wenn der Luftdruck fällt, dann wird der Hurricane stärker, dann verdichtet er sich und dann kann man das anhand des Luftdrucks gut messen. Da werden auch die Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen, am Rand, in der Mitte, oben, unten. Und das geht bis zu 8 Stunden, fliegt der kreuz und quer durch den Hurricane. Da muss auch jeder immer seine Sachen mithaben, weil es kann auch sein, dass man ganz woanders landet und dann dort bleiben muss, aus welchen Gründen auch immer, weil das natürlich doch nicht eine alltägliche Geschichte ist. Jeder weiß, ein Flugzeug umfliegt irgendein Wettersystem und schon erst recht einen Hurricane und die fliegen mitten hinein. Ihr werdet vielleicht die Aufnahmen eh schon gesehen haben, gibt es ja immer wieder auch zu sehen. Und das sollte man sich vielleicht hier in Europa auch für solche Medicaids überlegen, weil man dann viel genauere Daten hat und viel genauer weiß, was tut der. Weil es ist jetzt nicht so, auch wenn der etwas südlicher dann zieht. Das bedeutet, je südlicher, desto wärmer. Das heißt, dort kommen wir dann schon auf jeden Fall an die 28, 29 Grad teilweise. Und da kann es dann auch einen Hurricane noch geben oder einen Medicane. Ja. Nicht glauben, das ist was anderes. Das ist genauso, wenn man eben von einem Zyklon spricht. Das ist auch ein Hurricane. In Australien gibt es einen sehr netten Namen, der heißt Willy Willy. Bezeichnet dasselbe System. Es ist ein Hurricane oder ein Zyklon. Das ist halt von Region zu Region redet man anders. Willy Willy, das ist irgend so ein Begriff, der auch irgendwie einmal entstanden ist dort. Das ist ein Lokalkolorit von Australien. Das war auch irgendwas mit der Weihnachtszeit. Und darum haben die den Willy Willy genannt. Wurscht, ist jetzt nicht mehr so gebräuchlich, habe ich schon früher mal gehört. Aber in Wirklichkeit sind das alles tropische Systeme und je nachdem, wenn das jetzt kleiner ist, so wie das zum Beispiel, das würde ich als Tropensturm bezeichnen und nicht nur als Sturmtief. Das ist zu stark durch diese Feuchtigkeit, zu stark für ein normales, außertropisches Sturmtief. Und das sehen wir ja an diesen historischen Regenfällen. Ich habe sogar heute gehört, ich habe das jetzt nicht recherchiert. Man hat irgendwo im Fernsehen heute sogar gesagt, es sind die stärksten Niederschlagsmengen in der Zeit, seit dem Event, die es in Europa je gegeben hat. Ich zweifle da ein bisschen dran, aber ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Ich bin so autodidakt. Ich drücke dann aufs Rekordtastel und rede drauf los. Schau, dass ich ein paar Bilder habe. Ich rede eh schon wieder viel zu lange. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr ein bisschen einen Überblick gegeben, wie es da aussieht. Also bis Donnerstagmittag muss man rechnen, dass es hier weitergeht mit diesen starken Regenfällen, weil dieses System, das hier hockt im Mittelmeer, fühlt sich hier natürlich pudelwohl. Das wäre genauso, ich weiß nicht, esst ihr gerne Schokolade? Viele essen doch gerne Schokolade. Und jetzt sitzt du da in diesem Schokoladepool mit tausend Süßigkeiten um dir herum. Und wenn du jetzt wüsstest, dass du nicht krank wirst, nicht übergewichtig wirst,
dann hauen wir uns das doch rein. Ist doch absolut toll, oder? Und so fühlt sich der Hurricane gerade da in der tropischen Suppe. Das ist einfach für den ein Paradies. Saugen, aufsaugen und leben, das ist für den Leben. Diese tropische Temperatur, dieses unglaubliche Wasser mit den hohen Temperaturen, diese Feuchtigkeit ist Treibstoff, ist Motor. Also hat er nicht viel Ding da wegzuziehen. Ja, schauen wir noch einmal, ich wollte jetzt da noch einmal gucken auf die, ja, da können wir eh schauen, da haben wir die Wassertemperaturen, gehen wir auf die neuen Temperaturen, dann ist das ein bisschen leichter zu erkennen alles, da sehen wir die Landmassen. Gehen wir den Wind einmal da wieder raus. So, ich wollte jetzt nur schauen, von den Druckverhältnissen ist ja auch immer, warum ein Tief da unten steht. Meistens ist es so, dass es irgendwie auch gefangen ist wegen rundherum, weil da irgendein ein anderes Hoch blockiert, dann kann es, so wie wir ja eben hier jetzt dieses Riesenhoch haben, dass hier dieses Omega-Hoch, was hier sitzt, ihr seht ihr hier, dieses Riesenhoch, was hier sitzt, ja, und das blockiert natürlich das System, da haben wir dieses Tief, es kann sich schwer bewegen, ja, es ist eingekesselt und sitzt jetzt hier im Mittelmeer und wird jetzt dann ganz langsam da nach Südwesten runterziehen, ja. Aber, und da kann es dann natürlich passieren, dass sich da doch noch ein Medikament entwickelt. Aber da wir keine Flugzeuge haben, die da reinfliegen und wir haben da keine Messstationen, dann wissen wir das nicht. Also das wird man in Zukunft, wäre nicht schlecht, glaube ich, wenn man das hätte. Und wie gesagt, es liegt ja hier in einem sehr freien Gebiet, wo rundherum schön Meer ist. Also es ist ja, wenn du hier das Ganze jetzt hier reinsetzen würdest, hast überall Inseln und Landmasse. Hier hast du keine Landmasse. Da hast die ganze Energie geht hier rein. Nur eben die Outer Bands, also die Niederschlagsbänder durch die Rotation werden dann ans Land geschleudert, bleiben da in die Berge hängen und regnen sich immer wieder über die gleichen Stellen ab. Und das wird halt sich dann verbessern, wenn das ganze Teil da ein bisschen nach Südwesten runterzieht, dann wird das sich auch aufhören. Aber das geht bis morgen, geht das noch so weiter. Gut, das war's. Ich habe euch so viel wieder gequatscht und so weiter. Bitte bringt mir auch Feedback. Mir geht es immer darum, mich zu verbessern, das zu bringen, was euch Spaß macht, das, wo ihr auch einen Benefit habt. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr was habt davon. Was mir auch noch wichtig ist, wir wollen so ein Netzwerk, oder ich möchte so ein Netzwerk aufbauen. Habe ich auch mit dem Martin Bloch, weil ich da immer wieder mit denen in Kommunikation bin, besprochen, dass Leute, wenn ihr was habt, wenn ihr irgendwie Bilder habt, dann schickt mir die, ja. Lasst mich teilhaben, oder wenn wer auf Urlaub ist in Griechenland und Videos hat, dann schickt die, dann kann ich die da einbinden. Ich natürlich mit Namensnennung, aber das hilft uns einerseits, das technisch hier mit den Karten euch zu gestalten, aber auch gleichzeitig direkt vor Ort irgendwas zu sehen, um das auch darzustellen, wie schaut es am Boden aus, nicht? Das ist über die Karten sehr schwer oft darstellbar. Ich meine, die Medien bringen sehr viel, aber ich finde es toll, wenn die Community auch mitarbeiten kann, wenn die Spaß dran haben, das ist das Wichtigste, und sich da auch irgendwie einbringen, oder wenn ihr Fragen habt, oder wie gesagt, das ist nicht einer oder ich sitze jetzt da, mach das, sondern wir können alle dazu beitragen, dass das weiter hinausgeht, und wir müssen eben diesen Kopf erweitern, dass man eigentlich auch das einmal akzeptiert, dass sich diese Situation ändert in unserer Gesellschaft, dass unser Klima und unser Wetter sich verändert, und dann nicht immer noch so tun, als ob das irgendwas, ja, ist halt was Außergewöhnliches mal. Schaut doch jeden Tag auf der ganzen Welt, wie viel Außergewöhnliches und wie viele neuen Kapriolen und neue Limits überschritten werden in Temperaturrekorden, in Niederschlagsmengen, in Wind und so weiter. Ja. Immer wieder und auf der ganzen Welt. Also es ändert sich, und je schneller wir das zumindest mal, jetzt abgesehen von dem, was getan werden muss von Industrien weltweit, ja, ist es wichtig, das einmal zu akzeptieren, dass sich's ändert. Ja? Und auch der Skitourismus, alle müssen es verstehen und nicht dran glauben,
ach ja, das wird schon, oder ich läute die Glocken und dann geht das Unwetter weg. Das ist Quatsch, es ist so. Religiosität hin oder her, ich will da auch niemand was wegnehmen, aber wenn wir uns auf das verlassen, dann sind wir verlassen. Keine Glocken können helfen, ein Gewitter zu vertreiben, oder wenn ich den Kopf ins Sand stecke und sage, ah, ist eh nur halt einmal ein Unwetter, das hat schon immer gegeben. Ich höre das so oft, das hat schon immer gegeben. Ich schaue da auf die Berge, die sind jetzt bis zum Gipfel auf 2.500, 3.000 Meter bald grün im Sommer. Ja? Wir haben jetzt schon wieder einen rekordverdächtigen September hier mit extrem hohen Temperaturen, auch wenn die Nächte natürlich länger werden. Aber all das zu verleugnen und so zu tun, als ob das ja alles schon mal da war und das ist alles so normal, es ist es nicht. Ja? Und je mehr und je schneller wir daran das verstehen und je schneller wir das akzeptieren, dass es ist, wie es ist, desto eher, glaube ich, wird auch im Hirn, dass man dann auch was tut. Aber solange man den Kopf ins Sand steckt und sagt, ach ja, das ist halt nur ein normales Sturmtief und das hat schon immer gegeben und immer diese Verleugnungen und die Verniedlichungen und diese Abschwächungen. Jeder und ihr, die ihr da mit dabei seid und euch sicher auch sehr intensiv mit Wetter beschäftigt, weil es euch fasziniert, so wie mich oder das Klima. Wobei, wir haben alle mit Wetter angefangen und das Klima ist dann meistens dazugekommen durch den Wandel. Es ist eine sehr spannende Zeit und es werden noch sehr viele Dinge passieren und alle, die eben damit beschäftigt sind und darum sind auch die Klimaleute, die Jungen. Und ich muss sagen, ich habe heute ein Interview gehört von dieser Klimaaktivistin aus Deutschland, da war jetzt ein Interview bei NTV, die redet sehr gut und sehr klug, die ist offen und das müssen wir sein. Nur so können wir was ändern, solange wir immer noch so denken, auch in der Reaktion, schnell zu reagieren, schnell sich anzupassen und die Situation so anzunehmen, wie sie ist, ja? Ist nicht leicht, ich weiß. Aber nichts verleugnen, nichts vertuschen, nichts so tun, als ob es eh schon immer so war. Und das, ich will es so haben, wie es ist und es soll so bleiben. Das wird es im Klima nicht sein. Wahrscheinlich auch in anderen Dingen nicht. Weil dieser Klimawandel bringt ja andere Dinge auch mit sich, mit der Wirtschaft etc. Bekennen, es akzeptieren. Ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt und der wichtigste Schritt, um weiterzugehen. Aber solange wir immer noch sagen, ach, das war schon immer so. Und ich habe so viele Gespräche oft mit Menschen, die nicht an den Klimawandel glauben, die nicht daran glauben, dass sich das verändert. Und ja, es gibt immer wieder Winter, die wärmer sind, wo es weniger Schnee gibt. Und dann denke ich mir, ich bin kein Wissenschaftler, aber alle Klimaforscher, Gletscherforscher, alle, die wirklich das hautnah messen, erleben, wirklich daran forschen, in die Arktis fahren, dort wirklich auch unter schwierigsten Bedingungen die Forschung betreiben, die müssen sich verarscht vorkommen. Wenn dann da irgend die Leute sagen, ach geh, das war schon immer so, erzählst das nicht. Nur weil sie es nicht wissen wollen und es gibt Belege, es ist schwarz auf weiß, das ist keine irgendeine Wissenschaft, die irgendwo erfunden wird. Das ist belegt mit Fakten. So, jetzt habe ich genug gequatscht wieder aus meinem Nähkästchen, was mir so durch den Kopf geht. Also, es ist kein Medicane momentan geworden, obwohl die Struktur und die Rotation und alles hat schon sehr tropische Ansätze. Aber es kann, auch wenn er nach Süden zieht oder Südwesten, da wird es noch wärmer ein bisschen, kann es sich jederzeit dazu entwickeln. Aber muss nicht. Das haben wir ja letztens auch besprochen. Und die Niederschlagsmengen und das, was dann Katastrophe jetzt schon ist und das geht noch 24 Stunden mindestens so weiter, ist nicht biblisch, sondern einfach ein tropisches System in einem tropischen Gewässer. Ja? So ist es, auch wenn wir nicht in den Tropen sind. Aber es ist dann besser zu verstehen und dann weiß man auch, warum es da so zugeht wie jetzt. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße. Schreibt mir, gebt mir Feedback, scheißt mich zusammen, wenn euch was nicht passt, wenn ich was falsch sage oder wie auch immer. Ich bin ja Autodidakt, ja. Ich plane nicht so viel, mir geht viel im Kopf rum und dann sage ich euch das. Viele bestätigen das und das finde ich toll, aber ich habe auch kein Problem, wenn ihr es nicht so seht
oder mich auf bessere Wege bringt, weil er sagt, du hast was falsch gesagt oder es ist so und so. Klar, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, aber es ist so, ich sage immer Herz, Hirn und Verstand. Das ist so meine Dinge und das Autodidakte versuche ich, das, was ich spüre und was ich eben so mitkriege, euch weiterzugeben. Und mehr klarer zu reden, als man so oft redet bei Wetterberichten. Ja. Wenn es gefällt, bin ich froh. Dann liked und abonniert und schickt mich weiter, weil wir müssen das verbreiten, wenn wir wirklich unser Klima retten wollen. Verstehen, akzeptieren, schnell zu akzeptieren, nicht immer so lange warten, bis man endlich einmal eine Änderung, einmal was verändert, sondern eben auch schnell zu akzeptieren. Da tun wir uns leichter beim Fernsehen, weil wir sind immer schon, ich war einmal beim Opernball in Wien und den nächsten Tag bin ich beim Liveball gestanden und dann war ich beim Sportevent und dann war ich in der Oper oder in der Politik, im Parlament oder bei den Nachrichten im Studio. Und wir mussten uns immer sehr schnell und flexibel auf das jeweilige Produkt und jeder vom Programm her ist immer so aufgebaut, dass er sich wichtig nimmt und sieht nur sein Programm. Und wir sind ja überall gewesen als Kameraleute und mussten uns immer wieder neu einstellen. Und das ist eigentlich, was mir Spaß macht. Aber das meine ich jetzt Vergleich, müssen wir beim Wetter auch schaffen, dass wir uns schneller auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Und dann können wir auch was ändern. Alles klar. Ich weiß, ich rede viel zu lang. Mein Regisseur aus Wien, ich grüße dich, der immer wieder auch zuschaut, der dann sagt, oh, jetzt hat er aber wieder lang geredet. Ja, es sind schon wieder 36 Minuten. Aber wie gesagt, ihr habt ja immer die Möglichkeit, abzudrehen mit einem Druck. Pfiat euch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.